Oh my god. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Sie haben sehr hohes Fieber. Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Das sind schwere Verbrennungen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Ich habe alles desinfiziert. Das hier sollte helfen. So, das war's. Wie geht's Ihnen?
Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Wie geht es Ihnen? Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie den Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Sie haben mir ja keine Wahl gelassen. Oder hätte ich sie so liegen lassen sollen? Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche, damit zu leben, aber es ist schwer. Das ist jetzt schon das 2. Mal, dass ich Sie so antreffe. Es ist, als würden Sie ständig um Ihr Leben rennen. Was ist los, Ethan? Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Viel Glück.